Wir setzen Antriebstechnik in Verbindung mit unserer Power-Control-Steuerung ein. Drehspindeln mit 24.000 Umdrehungen, Geber- und Geberlos sowie Bohrgetriebe. Ja, mein Name ist Georg Schroth, bin von der Firma HOMAG und bin im Product Development von der Business Unit CNC als Verantwortlicher für die Steuerung. Unsere Anforderungen an die F6-Umrichter sind sehr hoch. Wir haben Funktionalitäten in der Verleimtechnik in Verbindung mit 5-Achs, das wir umsetzen müssen. Das zweite wichtige wäre die Safety-Funktionalitäten, die der F6 mitbringt. Die nutzen wir. Und der dritte Punkt ist die Datenkommunikation zu unserer Steuerung, die sehr wichtig ist. Genauso wichtig wie das Handling der Antriebsdaten von unserer Steuerung auf den Antrieb. Der F6 erfüllt die Anforderungen für die Safety-Funktionen, die wir benötigen. Der hat den großen Vorteil, dass er geberlose und geberbehaftete Spindeln handeln kann. Wir haben mehrere Bussysteme. EtherCAT ist der Bus für die Leitebene, also die Kommunikation zwischen den Maschinen untereinander und zu den Fabriken. EtherCAT ist der Maschinenbus und der Gerätebus zur Kommunikation mit dem F6. Und das IO-Link ist die Feldbusebene, wo wir die Sensoraktoren anbinden. Wir sparen uns dadurch die diskrete Verdrahtung, weil wir direkt über FSOE mit dem Umrichter kommunizieren. Reglerinterne Daten können direkt abgerufen werden über FSOE von unserer Maschinensteuerung. Aufgrund der guten jahrelangen Zusammenarbeit werden tolle Lösungen erarbeitet. Beide Unternehmen profitieren von diesen Funktionen, die entwickelt werden. Und wir setzen gemeinsam Trends für die Branche, die ohne die Zusammenarbeit der Entwicklerteams überhaupt nicht möglich wäre. Wenn die Chemie stimmt zwischeneinander, dann kommt auch was Gutes raus. Wenn beide in die gleiche Richtung gehen, dann bringt es was.